Es war die Rolle ihres Lebens und die Kultserie der 80er. Für die damals knapp 50-jährige Schauspielerin Christiane Hörbiger eine der ersten großen Fernsehrollen überhaupt. Vor 33 Jahren wird die letzte Folge der ZDF-Familiensaga Das Erbe der Guldenburgs ausgestrahlt. Sie gilt als der deutsche Denver-Clan und ist mit durchschnittlich 14 Millionen Zuschauern eine der erfolgreichsten deutschen TV-Serien. Aber das da, das wird Schulte auch nicht schmecken. Wissen Sie was, Herr Petzold? Wenn es Ihnen auf Guldenburg nicht passt, dann gehen Sie doch einfach woanders hin. Ist das wirklich Ihre Meinung, Gräfin? Ja. Christiane Hörbiger spielt Christiane, Gräfin von Guldenburg. Bei Dreharbeiten 1989 erklärt sie den Erfolg der Serie. Ich glaube, weil eine ganz große Menge ganz fabelhafte Schauspieler die Rollen sehr ernst nehmen. Und es sind gute, menschlich geschriebene Rollen, die alle zu vertreten sind. Das alles nachzuvollziehen. Und es ist, glaube ich, meines Wissens keine wirklich schlechte Rolle dabei. Die Handlung: wohlhabende Adelsfamilie gegen neureiche Industrielle. Bei Das Erbe der Guldenburgs sind die Fronten von Anfang an klar. Die Guldenburgs besitzen Schloss, Ländereien, eine kleine Brauerei und sehen sich der Tradition verpflichtet. Wenn der Adel jetzt nicht zusammenhält, dann gibt es ihn bald nicht mehr. Familie Balbeck besitzt die Konkurrenzbrauerei. Chefin Margot Balbeck will sich mit Hilfe ihres Sohnes das Erbe der Guldenburgs unter den Nagel reißen. Wenn wir 51% haben, dann ist das andere nur noch ein Kinderspiel. Iris Berben spielt eine der Hauptrollen. Ihr Sohn und TV-Produzent Oliver Berben kann sich noch gut an die Guldenburgs erinnern. Als es dann kam, war es immens. Das war wahnsinnig groß, weil es ja ein Straßenfeger war. Alle Leute haben das geguckt. Und ich auch. Ich habe das auch geguckt. Ich habe es mehrmals gesehen. Ich habe es bei der ersten Ausstrahlung gesehen und dann auch noch mal später, wo ich älter war. Und es hat schon viel bewegt. Ruth-Maria Kubitschek spielt in der Rolle der Margot Balbeck eine der wichtigsten Persönlichkeiten der Serie. Es war eine wunderbare Rolle, weil sie war eine kraftvolle Frau, aber eine sehr verwundete Frau, weil eben ihre große Liebe einfach nicht in Erfüllung gegangen ist. Und insofern war immer bei aller Härte ein Schmerz unter der Frau Balbeck. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht, die einfach zu spielen. Die Serie gibt vielen Schauspielern einen Karrierekick. Susanne Uhlen, Sigmar Solbach, Friedrich von Thun und auch der junge Sascha Wusso und Katharina Böhm sind viele Jahre später noch in großen TV-Rollen zu sehen. Iris Berben spielt bei den Guldenburgs Tochter Evelyn. Verheiratet mit Fiesling Achim Lauritzen ist sie psychisch labil und immer wieder Alkohol und Tabletten zugetan. Ich glaube kaum, dass du das Trinken in so kurzer Zeit verlernt hast. Wenn ich dich sehe, fällt es mir gleich wieder ein. Prost. Was ist denn das für eine Rolle, die Sie in den Guldenburgs da spielen? Da sind Facetten drin in dieser Figur, die mich sehr gereizt haben und sehr interessiert haben. Es ist nicht nur eine schöne Frau und man hat mich ja eher gerne in die Richtung der schönen Frau gebracht. Und es ist eine Frau, die zerbrochen ist, die in sich gebrochen ist, die kraftlos ist, aber auch Kraft bekommt. Also es ist nicht so ein gerader Weg und das hat mich gereizt an der Rolle. Gedreht wird das Erbe der Guldenburgs nicht im Studio, sondern an realen Schauplätzen. Schloss Wothersen im niedersächsischen Rosenburg wird zur Pilgerstätte. Täglich kommen mehrere hundert Besucher, um sich das Schloss anzuschauen. Das Erbe der Guldenburgs wird zur Kultserie der 80er. Die mondäne Villa, in der Margot Balbeck in der Serie residiert, gehört heute übrigens Dieter Bohlen. Als Kulisse für den Balbeck-Firmensitz dient das Hochhaus der St. Pauli-Brauerei in Hamburg. Schaut man die Serie heute, so entdeckt man alles, was in den 80er Jahren absolut hip war. Plexiglas-Ausstattung, schnurlose Telefone im XXL-Format, Dauerwelle, Polaroid-Kameras und die Band Milli Vanilli. In der dritten und letzten Staffel ändert das Leben der Margot Balbeck tragisch. Zerfressen vom Hass, psychisch ein Wrack, irrt sie durch Schloss Guldenburg und erleidet einen Herzanfall. Ihr Sohn sieht alles mit an, kommt ihr aber nicht zu Hilfe. Du willst mich sterben lassen, du.
Mörder! Als Geschäftsmann ruiniert, als Sohn gehasst. Jan Balbeck will sich das Leben nehmen und scheitert auch daran. Und wenn ihr dann morgen in der Zeitung meinen Nachruf lest, Muttermörder schießt sich eine Kugel in den Kopf, dann könnt ihr sagen, ihr seid dabei gewesen. Ich schaff's nicht. Jetzt wird alles wieder gut. Für die Guldenburgs gibt es ein Happy End. Sie können ihr Erbe retten. Evelyn wird erfolgreiche Modedesignerin und die Gräfin heiratet ihren Gutsverwalter. Viel Glamour, Liebe und Intrigen. Ein Stoff, der auch nach über 30 Jahren immer noch großen Unterhaltungswert hat und Christiane Hörbiger unvergessen bleiben lässt.